Das ist Solomon. Er hat sein Haus seit 3 Jahren nicht mehr verlassen, denn er leidet unter Panikattacken. Seine Schularbeiten erledigt er online und im Schlafanzug. Wenn es an der Tür klopft, dann wartet er, bis der ungebetene Besucher wieder weggeht. Solomon führt ein ruhiges und eintöniges Leben und er hat alles unter Kontrolle. Das ist Lisa. Sie besucht die 11. Klasse und kriegt nur 1er. Nach der Schule stürzt sie sich sofort auf die Hausaufgaben. Sie will einmal unbedingt Psychologie studieren. Um einen Studienplatz zu erhalten, muss sie einen Aufsatz schreiben. Titel: Meine Erfahrung mit psychologischen Erkrankungen. Sie will ihren Aufsatz über Solomon schreiben. Und das ist Clark. Er ist 1,85 Meter groß und sieht gut aus. Er spielt Wasserball. Aber seine Mannschaftskameraden findet er eher langweilig. Wenn sie ihn besuchen, versteckt er seine Comichefte unterm Bett. Lisa und er sind ein Liebespaar. Aber das bedeutet nicht, dass Clark alles gut findet, was Lisa macht. Und dazu gehört, dass sie eines Tages an Solomons Tür klopft, um ihn besser kennenzulernen. Sie will seine Freundin werden und seine Ängste studieren. Und sie will ihn von seiner Agoraphobie heilen. Dafür braucht sie Verstärkung. Drum nimmt sie Clark bei ihrem nächsten Besuch mit. Clark und Solomon entdecken, dass sie einiges gemeinsam haben. Es entwickelt sich eine Dreiecksgeschichte der Freundschaft, wie ihr sie noch nie gelesen habt. Überraschend, aufregend und super witzig. Das ideale Sommerbuch.